Hallo, ich bin's, Lou, und ich war wieder unterwegs im Rahmen meines Projekts GoRegional, frei und selbstbestimmt zwischen den Welten, denn ich lebe ja in der Stadt und auf dem Land. Ich war unterwegs mit unseren friesischen Bauern und Landwirten in der Stadt in Berlin, denn dort war eine große Demonstration und ja, wir waren dabei. Warum wir jetzt diesen Film gedreht haben und warum wir diesen Film für uns, ja und für euch, für uns alle gedreht haben und rausbringen, ist, weil wir uns des Eindrucks leider nicht erwehren konnten, dass während dieser Demonstration so viel tolle Reden gehalten wurden und dass es ja auch wirklich um wichtige Dinge geht, aber das alles kommt sehr wenig bis kaum oder überhaupt nicht in der Presse rüber. Und die Frage ist ja auch immer, wie man Dinge darstellt. Es kommt immer auf die Formulierung an und da mussten wir leider feststellen, dass entweder gar nichts dargestellt wurde oder sehr negativ formuliert. Deswegen haben wir gesagt, machen wir unseren eigenen kleinen Film über unsere Klassenfahrt nach Berlin. Denn so haben wir diese Fahrt genannt. Wir sind Städter. Ihr seht hier im Bild Ralf und Kalle. Kalle und seine Frau Silvia sind aus Hamburg und Ralf und seine Frau Doro sind aus Berlin. Und wir haben uns alle gefreut, die Landwirte aus Nordfriesland in Berlin in unserem kleinen Häuschen aufzunehmen und zu bekochen und ihnen sozusagen Asyl zu gewähren. Hallo, mein Name ist Ralf. Ich bin ein Großstädter und ich würde mich freuen, wenn man als Geringverdiener sich Lebensmittel aus der Region leisten könnte und nicht alles über den Discounter kaufen müsste. Denn daran verdient nur die Industrie und der kleine Bürger hat wieder nichts von. Da müsste sich eigentlich die Politik mal hinter den Bauern stellen und sie unterstützen und nicht so vieles aus dem Ausland kommen lassen. Wie heißt das so schön? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Die Leistungen der Bauern und ihrer Familien liegen mir und meinem Mann am Herzen. Die Wertschätzung in vielen Berufen in der Mitte der Gesellschaft ist verloren gegangen und muss wieder gelebt werden. Dabei möchten wir die Bauern nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Bisher in Hamburg und Berlin. Ja, in Berlin zu unserer Klassenfahrt im Rahmen meines Projekts GoRegional, wo es mir ja auch genau darum geht, endlich wieder zuzuhören, dass wir hinhören auf unsere Mitmenschen, dass wir in den Kontakt gehen und dass wir uns gegenseitig wertschätzen in voller Achtsamkeit. Eigenartig war diese Reise schon, denn sie war für mich flankiert von Tagen in der Großstadt, in einer Stadt, die gerade rüstet für die Weihnachtszeit, die alles mit Lichtern schmückt, wo es um Konsum geht und Shopping, wo Menschenmassen sich durchschleusen, wo die meisten Menschen essen im Vorbeigehen, to go, Plastik. Und nach der Reise war ich dann in Flensburg zu Konzerten, wo es genau um das Gleiche ging. Black Friday, Konsum, Shopping. Eine Frau sagte zum Beispiel, sie kaufe alle halbe Jahre ein neues Handy für ihren Sohn, da er diese immer so schnell schrottet. Ja, und auch da, die Essen, also es war Wahnsinn. Wir haben netterweise Döner geschenkt bekommen nach dem Konzert, aber alles verpackt, also eine Mahlzeit war schon wieder voll von Plastikbergen. Und in dieser Mitte dann, diese Erfahrung mit unseren Bauern, mit den Menschen, die vom Land kommen, die ein ganz anderes Leben, wirklich ein ganz anderes Leben, eingebunden in den Kreislauf der Natur führen, die nicht so viel Verpackung verbrauchen wie wir Städter, weil sie einfach ganz anders leben und ja, den Kreislauf der Natur auch achten müssen. Auf dieser Klassenfahrt nach Berlin unter dem Motto Landschaftverbindung habe ich diese Pole dann wieder erleben dürfen und in einer Stadt allerdings, wo ich tatsächlich auch vor 10 Jahren schon mal für Rechte kämpfte, da kommen wir gleich zu, in einer Stadt, die quasi Lichter ins Universum leuchtet, in einer Stadt, die es gewohnt ist aus ihrer Vergangenheit, dass sie auch von Lebensmitteln abgeschnitten sein kann. Wir erinnern uns einfach an die Luftbrücke und die Rosinenbomber. Die Menschen müssten sich daran erinnern, wie es ist, wenn man keine Lebensmittel mehr bekommt. Und dass es eigentlich toll ist, dass wir Landwirte haben, die dafür sorgen, dass wir ausreichend zu essen haben. Diese Menschen kommen also nach Berlin, weil sie Angst um ihre Existenzen haben. Eine der Hauptforderungen, sie möchten einfach schlicht von ihrer Arbeit leben können.
Nachdem wir nun unser Provisorium vorbereitet hatten, und genau darum geht es ja, es geht um das Menschliche und nicht darum, dass alles perfekt ist, war es denn endlich soweit, nach 20 Stunden Anreise unserer Klasse. Auf die Bauern! Cheers! Alle, die mit dabei sind. Mach mal ein Foto davon. Sie arbeiten oft über 80 Stunden in der Woche. Sie sind es gewöhnt, auch oft über 24 Stunden wach zu sein, vor allem in Erntezeiten. Und sie nehmen An- und Abreise von über 20 Stunden in Kauf. Wer solche Strapazen auf sich nimmt, dem muss es schon wirklich um etwas gehen. Jetzt passiert was, was ihr nicht glauben könnt. 21 Uhr, von nachts um 3 ist die Delegation aus Nordfriesland unterwegs nach Tegel. Ich muss über die Straße. Nachts um 3 sind die Jungs gestartet aus Eiderstedt an der Nordsee und mit Polizeieskorte geht's hier rein in die Stadt. Mit Polizeieskorte werden sie in Berlin begleitet über die Autobahn, Berliner Stadtautobahn, bis an ihren Übernachtungsort. Ja, wer glaubt sowas, ne? Wer sich so lange auf den Weg macht, wer Tage unterwegs ist, um hier in Berlin ein Zeichen zu setzen. Und ganz ehrlich, wir haben heute Nachrichten geguckt. In unserer offiziellen Presse kommt kaum was. Wir haben Nachrichten verfolgt. Das ist traurig, weil wer sich auf den Weg macht, um hier ein Zeichen zu setzen und tagelang unterwegs ist, der hat wirklich was zu sagen. Und da geht's um keine Kleinigkeiten, da geht's um mehr. Da geht's um ganz viel. Und wenn die Presse das nicht macht, dann müssen wir das machen. Guckt mal, jetzt geht's los. Hier kommen sie, die Nordfriesen. Von der Nordküste Deutschlands sind sie heute seit... Ich muss gleich heulen, scheiße. Von heute früh unterwegs. Alter Fresse. Genau. Ja, da ist man sprachlos, ne? Ja, da ist man sprachlos. Schon wieder stehe ich in dieser Stadt nach 10 Jahren, wo ich damals auch gestanden habe, aber auf einer anderen Seite, nämlich auf der Seite der Lehrer. Wir haben demonstriert, auch für unsere Arbeit, für unseren Beruf, für unsere Existenzen und haben gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und wer hat auf uns gehört? Niemand. Und dann sind wir aus Berlin abgewandert, haben uns einen anderen Beruf gesucht. Also fast meine gesamte Generation hat aufgehört. Und was hat die Stadt dann gemacht? Auf einmal hat sie gebrüllt, wir haben keine Lehrer mehr, wir haben keine Fachkräfte, Fachkräftemangel. Das ist doch so absurd. Warum wird in unserem Land nicht auf die Betroffenen gehört? Und jetzt stehen wir heute hier schon wieder und es sind so viele betroffen und es geht wirklich um was. Diesmal geht es nicht um unsere Bildung, um die Kinder. Nein, diesmal geht es um unsere Lebensmittel, um unsere Nahrung, die regionale Landwirtschaft. Aber nicht nur die Landwirtschaft, nicht nur die Bauern, auch die Weidetierhalter, Menschen vom Land, alles was mit ländlichen Strukturen zu tun hat. Darum geht es heute. Und hören die Politiker, die Entscheidungsträger hin? Wir werden es sehen. In der Politik allerdings scheint ja so eine Unsitte zu gelten, wenn jemand redet im Bundestag, zum Beispiel bei diesen Debatten. Wenn von einer anderen Partei jemand redet, dann wird gelacht und gebuht und oder geschlafen und nicht hingehört. Da scheint so eine Unsitte zu herrschen, nicht mehr richtig hinzuhören, was unsere Mitmenschen zu sagen haben. Deswegen lade ich euch ein, uns als Bürger. Hört wieder hin, hört, was unsere Mitmenschen, was eure Mitmenschen euch zu sagen haben. Anders kommen wir nicht weiter. Hallo, mein Name ist Frank Asmussen. Ich war mit meiner Molly in Berlin, um gegen Existenzängste und für mehr Anerkennung in der Landwirtschaft zu protestieren.
Hallo, ich bin Melf Asmussen und ich war in Berlin, um mehr Anerkennung in der Landwirtschaft zu kämpfen und damit ich später auch noch Landwirt werden kann. Damit ich später auch noch Landwirt werden kann. Ja, darum geht und ging es vielen. Und da sollten wir uns als Verbraucher doch mal die Frage stellen. Wir reden über Umweltschutz, wir reden über Klimaschutz, über CO2-Steuer etc. Pipapo, Naturschutz, Tierschutz, alles Mögliche, was wir wollen. Wäre es da nicht das Allersinnvollste, unsere regionalen Bauern zu unterstützen, sodass wir nicht so viel importieren müssen? Wäre es nicht sinnvoll, dass wir uns alle regionale Produkte leisten können, damit die Gurke nicht aus Indien und die Paprika nicht aus Spanien kommen muss oder das Rindfleisch aus Argentinien? Das sind Fragen, die wir uns gerade im Zuge oder im Zusammenhang mit Umwelt- und Naturschutz als Verbraucher stellen müssten. Die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, zur Demonstration haben die Landwirte, Bauern, Weidetierhälter, Landmenschen und so weiter genau solche Transparente gebastelt. Das war ja ein freies Zusammenkommen, nicht unter einem Verband, sondern unter dem Namen Landschaftsverbindung. Und da sind die Menschen, jeder selbst hingefahren und jeder hat so sein Transparent gebastelt. Das heißt, jeder hat seine Ängste, Nöte und Sorgen vorne an den Trecker oder an andere Stöcker, Transparente, wie auch immer, gehangen. Und dann kommt aus der Politik die Aussage, übertreiben Sie doch nicht so, damit schaden Sie sich doch nur selbst. Anstatt also auf die Betroffenen einzugehen und zu sagen, Moment mal, so weit ist das, so fühlt ihr euch, was können wir tun, heißt es, übertreiben Sie doch nicht so. Das haben Sie zu uns auch gesagt, das haben Sie auch zu vielen anderen Berufsgruppen gesagt und dann wundert man sich in diesem Land, warum wir zu wenig Polizisten haben, warum alles den Bach runtergeht, warum wir keine Hebammen mehr haben und keine Kinder mehr kriegen können in Krankenhäusern, warum wir Lehrermangel haben und so weiter. Und dann wird gesagt, ja, dann müssen wir outsourcen, dann müssen wir uns aus dem Ausland Fachkräfte holen, weil wir haben ja anscheinend keine. Was ein Blödsinn. Natürlich haben wir Fachkräfte, aber auf die Betroffenen wird hier komischerweise nicht oder kaum gehört. Deswegen möchte ich euch als Zuhörer, euch als Stadtmenschen, euch als Nichtbetroffenen nochmal mitgeben. Hört zu, hört hin, schaut, worum es geht und informiert euch am besten direkt bei den Betroffenen. Nicht über sie irgendwo in der Presse, sondern geht in den Kontakt, in den Dialog, den diese Menschen fordern. Sie sind bereit, sie fordern den Dialog und bitten zu Tisch. Also, lasst uns hinhören. Ich habe gleich ein paar Live-Eindrücke für euch von dieser Veranstaltung, wo man auch gut sehen kann, wie Politik Worte im Mund umdreht oder Presse verschweigt und manipuliert. Aber vorher noch ein Gedanke für uns alle, für uns Städter, die wir ja den Bezug zur Landwirtschaft und natürlichen Kreisläufen so oft verloren haben. Ich war neulich in einem Landwirtschaftsmuseum, wo man sehen kann, wie vor 100 Jahren noch oder teilweise auch 50, 60 Jahren gearbeitet wurde. Damals brauchte man für verschiedene Prozesse noch 2000 Menschen, wo man heute nur 14 braucht. Das heißt, die anderen durften in die Stadt abwandern. Wenn wir unsere bäuerlichen Strukturen, die jetzt so funktionieren, die Menschen, die jetzt freiwillig diese harte Arbeit für uns erledigen, wenn wir die kaputt machen, dann müssten wir auch davon ausgehen, dass wir uns bequemen müssen, wieder selbst Hand anzulegen, auf die Felder zu gehen und diese Arbeiten zu erledigen. Bitte? Und in dem Augenblick ist sie gekommen. Unsere Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Ach, da ist sie ja. Ist sie doch gekommen? Wir werden verlieren. Wir verlieren die Bestäuber. Und ich habe Landwirtinnen und Landwirte immer so kennengelernt, dass sie sich dafür einsetzen, dass es auch in Zukunft Bestäuber gibt, dass sie aber auch dafür sorgen, dass das Wasser sauber bleibt und dass Insekten erhalten bleiben. Das ist das, was ich Ihnen hier gerne mitgeben möchte. Ich erlebe Landwirtinnen und Landwirte deutlich als diejenigen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ihnen hier ganz bewusst, wir müssen uns um die Qualität unseres Wassers kümmern und wir müssen uns auch darum kümmern, dass es in Zukunft noch Insekten gibt. Dafür gibt es klare Regeln, die brauchen wir. Wir sehen aber auch, was für riesige Probleme wir haben. Wir haben Probleme mit dem Lebensmittel, an was wir alle gewöhnt sind, nämlich, dass wir sauberes Wasser haben. Keiner von Ihnen und keiner von uns will, dass das Grundwasser weiter belastet wird. Ganz einfache Möglichkeiten. Wir haben das beste Trinkwasser der Welt. Das kann man so aus der Leitung trinken. Wir brauchen dieses viele Plastik gar nicht.
Ja, geil. Es ist still, nachdem Frau Schulze gesprochen hat. Also, wir kommentieren das nicht. Wir haben zu Tisch gebeten und das hat nicht geklappt. Den kleinen Kommentar sollte man vielleicht schon bringen. Es heißt ja, es geht um Insektenschutz, es geht um Umweltschutz, es geht um Trinkwasserschutz. Und da liegt uns Landwirten sehr viel dran und wir wollen das machen. Aber bitte mit uns. Und man muss uns die Möglichkeit dazu geben. Viele jetzt, die bei Instagram fragen, wie bewerten Sie Ihren Auftritt und Abgang bei der Bauern-Demo? Und als ich gesagt habe, dass wir uns doch alle einig sind, dass wir auch in Zukunft sauberes Trinkwasser haben wollen, dass wir Bestäuber haben wollen, dass wir Insekten haben wollen. Da ging leider ein großes Pfeifkonzert los und viele haben sich vorne umgedreht. Umdrehen werte ich als einen guten Hinweis, dass sie nicht mit mir reden möchten, jedenfalls nicht in dieser Situation. Das ist okay, man muss in so einer Situation nicht mit mir reden. Ich bin dialogbereit. Ich mache das hier in ganz, ganz vielen Runden. Ich habe versucht, dafür eine Diskussion zur Verfügung zu stehen und mache das auch immer wieder. Muss ja nicht immer auf einer Demo sein. Und um es ganz deutlich zu sagen, es steht auf vielen Schildern hier in Neustadt, in Hamburg, wo ich dabei war, in Bonn, wo ich dabei war, es steht immer dabei, wir sind nicht gegen Umweltschutz, wir sind nicht gegen Gewässerschutz, wir sind nicht gegen Insektenschutz. Ich finde es geradezu eine Verhöhnung von Ihnen, meine Damen und Herren, auch von mir, wenn ich mir von Umweltpolitikern sagen muss, und ganz besonders wird das deutlich, wenn das Obstbauern, egal ob sie am Bodensee bei mir zu Hause in der Pfalz oder in Hamburg oben Obst bauen, dass wir uns sagen müssen, wir bräuchten Insekten als Insektenstäuberleistung. Wenn das einer weiß, dass wir Insekten brauchen, dann sind wir Bauern das. Und dass wir nachhaltige Böden und gesunde Böden brauchen, das wissen auch wir. Und ja, wir haben vielleicht in dem einen oder anderen Bereich übertrieben. Wir haben in dem einen oder anderen Bereich auch Gewässer zu sehr belastet mit Nitraten. Aber das, was hier passiert, ist ja keine verursachungsgerechte Politik, sondern dies ist ein Rundumschlag in riesengroßen roten Gebieten. Hier werden viele von uns zur Rechenschaft gezogen für etwas, was sie absolut nicht mit verursacht haben. Letztendlich wollen wir hier nicht das Bauernopfer werden unserer Politik, sondern wir wollen von unserer Arbeit leben. Und das ist ganz wichtig letztendlich. Deswegen stehen wir hier. Aber eins weiß ich auch. Wenn du Nitrat direkt unter dem Misthaufen messen musst, dann ist das so, als würdest du bei einem Diabetiker den Blutzuckerspiegel direkt in der Schwarzwälder Kirschtorte ermitteln. Und das kann doch nicht funktionieren.
Und es hat überhaupt nichts bei solchen Diskussionen verloren, dass man euch permanent zum Boomer macht. Das ist inakzeptabel. Und ich glaube, dass Politik in den vergangenen Jahren drei große Fehler gemacht hat. Vielleicht Politik und Gesellschaft gemeinsam. In einer Zeit, wo die Regale eigentlich immer voll sind, man hier in Berlin morgens um 7 in gleicher Qualität und Quantität Lebensmittel kaufen kann wie abends um 23 Uhr, wo wahrscheinlich die allerwenigsten hier jemals wirklich Hunger gelitten haben, ist leider die Wertschätzung für Lebensmittel und für Landwirtschaft nicht die, wie sie eigentlich sein müsste. Wenn Menschen da draußen, wenn man sie fragt, zu 90% erklären, dass sie gerne bereit wären, mehr Geld auszugeben, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn bestimmte Standards eingehalten werden, tatsächlich aber nur 10% das tun, meine Damen und Herren, dann funktioniert was nicht. Wer nach hohen Standards produziert, wie das deutsche Landwirte tun müssen, was gut und richtig ist, dann muss daraus aber auch resultieren, dass die Menschen bereit sind, das zu honorieren, und zwar an der Ladenkasse, wenn es tatsächlich zum Schwur kommt, meine Damen und Herren. Yeah. Eins ist in all den Jahren leider nicht passiert. Es ist nicht honoriert worden. Und das ist ein Riesenproblem. Jetzt könnte man natürlich sagen, nochmal die Message für heute, Nachhaltigkeit hat seinen Preis. Es ist immer gut, wenn man die Sache auf den Punkt bringt, auch nachher für die Ministerin. Jetzt könnte man ja sagen, wir machen einen runden Tisch und wir regeln das. Also wir versuchen der Gesellschaft das klar zu machen. Da möchte ich eine Sache auch nochmal zu dem grünen Politiker hier sagen. Es ist tatsächlich so, dass viele unserer Berufskollegen in den letzten Jahren ihre Höfe auf Bio umgestellt haben. Ihr wisst das, Frau Kühners hatte mal schlagartig ausgerufen, wir brauchen 50% Bio. Das haben viele gemacht, auch gerade im Milchbereich, mit der Konsequenz, dass die Biomilch nicht mehr zu den Preisen zu verkaufen ist, beziehungsweise teilweise zu konventionellen Bedingungen verkauft wird. Am Ende ist der Bereich, und das wundert mich auch in Richtung Grünpolitik, das ist der Markt wird gerade mit Vollgas an die Wand gefahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da braucht der ein oder andere von Ihnen auch tatsächlich mal ein bisschen Nachhilfe. Da müssen Sie sich mal die richtigen Leute suchen. Und am Ende möchte ich auch noch eins sagen. Ich erwarte eigentlich von Fachministern, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich melke gerne Kühe. Kommen Sie einfach mal vorbei auf den Sonntagmorgen, wenn das Telefon nicht geht, dann gehen wir mal zusammen in den Melkstand und melken unsere Kühe, dass ihr mal wieder seht, was bei uns auf den Höfen los ist. Also unsere Kühe haben Namen, wir haben Top-Mitarbeiter, wo wir nicht in der Lage sind, nur ansatzweise deren Löhne zu bezahlen, wie es vielleicht im übrigen Part der Wirtschaft gemacht wird. Die arbeiten 7 Tage die Woche. Für die setzen wir uns hier nebenbei auch noch ein. Und deswegen erwarte ich, um einfach da mal ein bisschen das Eis zu brechen hier in der Diskussion. Wir sind hier in der Realität. Wir sind nicht bei WhatsApp oder Instagram. Das ist die blanke Realität. Und ihr solltet euch die Realität mal angucken. Da muss man ein bisschen Sachverstand haben. Dankeschön. So, wir sind von Eiderstedt hier ganz hergefahren nach Berlin und wir wollen nun auch gerne natürlich auch die einheimischen Berliner hier was zeigen oder was erzählen von der Landwirtschaft. Und da wir hier ja gar keine Ahnung haben von Berlin, wie die Stadt hier so verläuft von den Straßen her, habe ich natürlich jetzt eine Stadtführerin gekriegt und ich erzähle dir was von der Landwirtschaft. Und das wollen wir jetzt ja mal los, ne? Oder mitfahren? Jo. Das Resümee der ganzen Tour. Es war einmal tatsächlich eine Art Klassenfahrt. Es war aufregend, es hat Spaß gemacht. Wir haben wundervolle Menschen kennenlernen dürfen. Wir haben das Gefühl, dass wir gar nicht so weit weg sind von den Städtern.
Wir haben konstruktive, tolle Gespräche geführt, Erfahrung gesammelt. Und was eigentlich das Schönste ist, es ist mal wieder ein bisschen Stolz dabei und das Wir-Gefühl, dass wir Landwirte endlich nach, ja man kann fast sagen Jahrzehnten, wieder zusammenstehen und an einem Strang ziehen. Und das ist ganz egal, ob das ein Milchviehhalter, ein Schweinebauer, ein Ackerbauer, ein Biobauer, alle zusammen kämpfen für ein und dieselbe Sache, dass wir endlich wieder ernst genommen werden. Und das ist eigentlich das Schönste an der ganzen Tour gewesen. Es kocht weiter, es brodelt weiter, die nächsten Aktionen werden geplant. Allerdings immer so, dass wir nichts kaputt machen, keiner zu Schaden kommt. Die Bevölkerung, die wollen und dürfen wir nicht verärgern, die brauchen wir auf unserer Seite. Und wenn wir da dranbleiben, denke und hoffe ich, dass endlich mal ein Umdenken in Deutschland stattfindet, dass wir eben nicht alles kaputt machen und immer alles bei uns nur schlecht ist, sondern dass die Deutschen endlich mal wieder anfangen, positiv in die Zukunft zu blicken und sich an dem erfreuen, was sie haben. Denn wir arbeiten, wie gesagt, mit der Natur. Wir leben in einer Kulturlandschaft, die von unseren Vorfahren zu dem gemacht wurde, was sie jetzt ist. Und diese für uns zu erhalten, ohne Auflagen und Naturschutz, ist in unserem ureigensten Interesse. Ohne unsere Landwirte und Bauern wären wir nicht. Unsere Erde könnte, wenn wir Jäger und Sammler wären, um die 20 oder lass es 80 Millionen beherbergen. Wir sind aber über 7 Milliarden. Also, es geht nur mit unseren Bauern, mit unseren Mitmenschen. Geht mit ihnen in den Dialog und hört hin. Und damit auch die Presse das endlich tut, waren unsere Jungs am nächsten Abend noch kurz zu einer Stippvisite beim NDR. Und lassen wir es nicht so weit kommen. Frau Klöckner hat gesagt, mehr Geld für diejenigen, die vielleicht Betriebe aufmachen möchten und auch Bauer werden wollen. Nein, Unterstützung für diejenigen, die jetzt Bauer sind, keine Strukturen erst zerschlagen, um neue zu schaffen, so wie bei uns Lehrern, wo man einen ganzen Stand vergrault und dann über Fachkräftemangel klagt. Soll die Politik doch dafür sorgen, dass diejenigen, die arbeiten, für ihre Arbeit anständig bezahlt werden und dass aber auch diejenigen in diesem Land, die sich regionale Produkte leisten möchten, sich diese auch leisten können. Ich hoffe auf wahren Kontakt, wahres Hinhören, Miteinander, Mitgefühl und Solidarität. Eure Lou.